Ja, das Arschloch ist abgehauen. Ach, ernsthaft, der ist jetzt da oben. Schissener Idiot. So, und dann müssen wir hier noch. Und dann haben wir es auch gleich. Ich glaube, jetzt haben wir auch alle erledigt. Vom Gefühl her. Jetzt ist nur die Frage, wie komme ich hier wieder raus? Am besten da, wo ich reingekommen bin, ne? Oh, da ist noch Kohle, die ich hier eingesammelt habe. Das geht ja gar nicht. Dann müssen wir uns hier nachher wieder durchschießen. Gut, hier ist auch keiner mehr. Na gut. Dann verkrümmen wir uns mal wieder und fahren zu dem Ort, der überhaupt nicht mit zu diesem Bezirk gehört. Und auch zum Glück nicht weit weg ist oder so. Traumhaft. Naja, wo sitzt der am Yachthafen? Butterbean. Interessanter Name. Die Butterbohne. Nein, nein, ja. Ach ja. Ach, jetzt auch schon wieder Autoschmuggel. Was aber gänzlich uninteressant ist. Ich versuche das hier echt ein bisschen zu beschleunigen, aber man muss ja auch gucken, ne? Dass man ein bisschen vernünftig spielt. Da ist auch noch eine große Feindesniederlassung, in der wir noch gar nicht drin waren. Entschuldigung. Ach, guck mal. Jetzt habe ich einen überfahren, hat gar keine Bullen gerufen. Ein Traum. Und hier ist irgendwo gleich noch so ein. Willst du mir jetzt aber erzählen, das gehört zu Tick for Harbor hier? Das glaube ich nicht. Das wird aber anders dargestellt auf der Map. Aha. So, ich hole mir erstmal den hier. Was soll ich mit Butterbean machen? Soll ich mir den schnappen oder soll ich mir den vom Hals halten? Also kalt machen. Moin. Ist wirklich feucht in letzter Zeit. Naja, regnet viel, ne? Ist mir auch aufgefallen. Finde ich ein bisschen unangenehm. Ich weiß bloß, wenn ich den lieb. Aber was willst du machen? Wenn ich den Opferstock erwische, dann kriegt er eine Abreibung, dass er sich wünscht, sie hätten ihn einberufen. Ja, wow, hat sich voll nicht gelohnt. Was ist das Ding da drüben oder was? Papier ist immer noch so mies gelaunt wie früher. Aber trotz seines Alters sollte man sich nicht mit ihm anlegen. Kann ich wieder hochnehmen, ne? Na, natürlich nicht. So, jetzt können wir den wieder markieren. Das gehört. Nee, guck mal hier, da ploppt nämlich South Downs auf. Sobald ich darauf gehe. Also, das gehört nicht mit zu. Tick for Harbor. Beende die Fracht. Erledige Butterbean. Ach, okay, den soll ich alle machen. Gar kein Problem. Den mach. Jetzt. Ja, ist doch gut, Junge. Jetzt. Bonjour. Wie geht's? Moin.
Vielleicht mit dem Scharfschützengewehr von hier. Ist da gerade ein Flugzeug abgestürzt oder habe ich Hallus? Alter, ist da viel los, ey. Und ich denke mal, an die Butterbohne werden wir nicht so leicht rankommen, oder? Warte mal. Stopp! So. Ich kann ihn von hier nicht sehen. Aber das da könnte er sein. Ich versuche mal was. Ich bin in Tick vor. Bin so ziemlich mit allem knapp. Bin gleich da. Ich brauche mal eben einen Scharfschützengewehr, mein Freund. Und zwar ein gutes. Alles, was du siehst, kannst du kaufen. Okay, zeig, was du auf Lager hast. Waffen. Gewehre. Manitou, Mayweather. Noch ein Mayweather. Ladestreifen lässt sich dieser Zylinderverschlusskarabiner schneller nachladen. Viper. Hawk. Gewehrpräzision würde auch gehen. Kostet 5er. Das nehme ich mal mit. Und dann nehme ich das Viper mal eben mit. Und das kann ich mir nicht mehr leisten. Geh sorgsam damit um. Schau jetzt ab. Ja, gehen wir mal. Warte. Was denn? Ach, da hinten. So, von hier. Wie war denn das? So. Atem anhalten. Ach, dass der mal gehen muss, ne? So. Das war's. Rede mit Pablo. Kommt jetzt her? Nee, ne? Ich hätte ehrlich gesagt gerne meine Schrotflinte wieder. Vorsicht. Ich gehe einfach mal davon aus, dass wir da eh nochmal hin müssen. Deswegen spare ich mir da jetzt das Durchgefüge. Dann quatschen wir jetzt mit den anderen beiden Hayopais. Und dann haben wir vom Gefühl her wieder mal nichts geschafft. So, warte mal. Hier ist... irgendwo ein Kästelein, den nehmen wir gleich mit. Da. Das war einfach, wenn er da so blöd in der Tür steht, was soll ich mich da jetzt durchballern? Eingezielter Schuss. Ja, Feierabend. Und jetzt kommt er hier wieder. So, dann reden wir jetzt mit ihm, dann reden wir noch mit Dina und dann... holen uns die beiden anderen Hayopais, die wir dann ausschalten dürfen. Dann können wir gleich mal den Waffenhändler rufen und gucken, ob jetzt die Waffen, die wir jetzt schon gekauft haben, ob die jetzt auch wieder Geld kosten oder ob wir die jetzt einfach haben. Ja. Sie haben es irgendwie geschafft, sowohl den Kommunisten als auch den Gangstern ans Bein zu pissen. Pops Holland soll ihretwegen am Arsch sein. Solche Wichser trifft man am besten, wenn man ihnen an die Kohle geht. Ha, stimmt.
Hab gehört, Frank hat Pops gesagt, er soll seinen Arsch zum Frachthof schaffen. Pops geht nirgendwo hin, bevor er nicht mit ihnen fertig ist. Soll ein harter Brocken sein. Einer, der überlebt. Danke für die Warnung, Pablo. Aber ich hatte schon Schlimmeres als Pops. Holen Sie sich diesen Kommunistenfreund Holland, dieses Stück Scheiße. Gar kein Problem. Aber vorher quatschen wir noch mit der jungen Dame. Okay, dann müssen wir doch nicht mehr zum Hafen. Hätte ich mir fast gedacht, aber okay, dann nicht. Aber da gab es, glaube ich, sowieso nicht allzu viel zu sehen, außer irgendwie 30.000 Gegner. Und das muss nicht sein. Man kann es ja auch mal so erledigen, ne? Ohne da gleich gesehen zu werden. Wenn ich mich nicht irre, sind wir ja, glaube ich, sogar ausgebildeter Scharfschütze, oder? Täuscht das? Habe ich das anders in Erinnerung? Ich weiß gar nicht. Auf alle Fälle sind wir ausgebildeter Schütze. Ob nun scharf oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich denke mal, die Ladies finden den Lincoln wahrscheinlich schon etwas anziehend und will ihn dadurch gerne ausziehen. Aber hey, mein Fall ist er nicht. Sein Schwanz wäre mir wahrscheinlich viel zu lang. Moin, bin da. So, das ging auch relativ flugs. Wo geht's hoch? Da geht's hoch. Und dann wollen wir mal gucken, was die zu sagen hat. Junior ist jetzt ziemlich am Arsch, was? Da sagst du was. Ja. Ich höre, du hast diesen kleinen Speed-verrückten Junior aufgescheucht. Hatte ich auch nicht anders vor. Ein Kumpel von mir hat einen guten Draht zur Best Oil. Er sagt, Junior ist angerauscht und macht den Leuten nun die Hölle heiß, bis der Laden wieder läuft. Ich wusste gar nicht, dass Junior Holland so motiviert sein kann. Wenn dir Sal Marcano am Arsch hängt, bewegst du dich schon schnell genug. Das und all das Speed, das er nimmt. Wenn du ihn verdrischst, sag ihm, er hätte sich nicht mit Gina Kowalski anlegen sollen. Wir sehen uns später, Gina. Junior ist ein hinterhältiger Scheißkerl. Hol ihn dir. Mach ich. Wer ist denn... Ach toll, die liegen noch so weit auseinander. Dein Ernst? Schmuggel. Für wen ist denn Schmuggel geeignet? Ich denke mal nicht für Vito, oder? Eher für Burke, denke ich mal. Burke hat logisch sowieso mit Schnappschmuggel zu tun. Und der hat hier oben sowieso sein Gebiet. Dann ist der gleich nah dran, ne? Ja, können wir so machen. Na gut, dann holen wir uns erstmal den Junior. Da war auch noch eine Tür. Wo geht's denn hier hin? Achso, nach draußen. Okay. So, holen wir uns gleich die Schrotflinte wieder. Weil bei dem müssen wir jetzt eh rein. Weil wir ihn ja, glaube ich, auch rekrutieren können. Da eiern wir dann gar nicht so lange rum. Deswegen wird da das Scharfschützen ja wahrscheinlich nicht allzu viel bringen. Würde ich mal vermuten. Achtung! Ach, jetzt sind wir hier. Ah. Alter, hier ist aber auch hart was los. Ich bin in Tickform. Ich bin so ziemlich mit allem knapp. Komme schon, nur einen Augenblick. Ja, hau mich ab, bleib hier. Mach auf die Türchen. Siehst du was, was du brauchen kannst? Zeig mir mal, was du hast. Schrotflinte. Welche hatte ich denn? Hatte ich die Riot? Ja, muss ja, gratis ausrüsten. Danke, das war's, glaube ich, schon. Ich glaube, das war's erstmal. Guck mich an, wenn du mich brauchst. Ah, Mist. Ich brauche Unterstützung. Wo ist er? Bleib hier. Ich würge jeden Funkenleben aus dir raus. Bitte, ich will einfach nur ein! Oh. Selbstverständlich werden wir von allen!
Schnauze. Er gehört euch, Jungs. Noch jemand? Da ist noch ein Wachposten. Da war noch ein Wachposten. Nein, geh nicht zum Telefon. Da, da, seht ihr ihn? Schnauze! Er gehört euch, Jungs. Zu spät, um abzuhauen, Junge. Ah. Ich gebe einen Molotow. Wärm ihn etwas auf und findet diesen Wichser. Ich sage, wir versuchen es in dem Bereich. Da, schnappt ihn euch! Alter, was ist hier los? Ich hab ihn! Nee, nee, ich hab dich. Schnauze. Ist nicht so gerissen, wie du glaubst. Nee, gerissener. So, da unten ist noch einer. Und ansonsten da hinten. Wo sind hier noch Leute? Hier liegt auch noch Kohle rum. Da lasse ich mich nicht lumpen, da nehme ich alles mit, der Humpen. Oh. Nee, ist richtig. Meins. Du Wichser, du kannst doch nicht einfach so rumrennen. Vielleicht ist der hier drüben. Kommt drauf an. Irgendwo da kommt gleich einer. Noch jemand? Da kommt einer. Ach Gott, die sind ja immer noch so blöd. Muss ein wenig gucken. Da dürfte vielleicht noch einer angetapert kommen. Da kommt da. Ach, ist das entspannt. Stellt sich einfach in irgendeine Ecke und wartet, bis sie dir alle vors Gesicht laufen. Irgendwo von da. Müsste eigentlich gleich auftauchen. Moment, da. Da kommt der. Wie viele kommen denn noch? Dabei. Komm halt her. Der lebt sogar noch ein bisschen. Noch jemand? Da kommt wieder jemand. Ach, wie viele noch, ey? Und wenn ich den gleich alle gemacht habe, dann rücke ich mal ein bisschen vor. Mhm.
Das ist mir sehr spannend. Hey. Coole, coole, coole. Okay, suchen wir woanders weiter. Da stimmt was nicht. Wo haben wir noch nicht gesucht? Wasser ist oder kommt da jetzt noch irgendwer? Ich glaube, das war's.